I'm coming home. Dr. Marc Benecke ist zu Gast. Wie geht's dir? Sehr gut. Wenn ich hier bin, geht's mir sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Ich freue mich, dass du die Zeit hattest. Du bist ja immer so, so viel unterwegs. Oder ist das nur der Eindruck, der erweckt wird? Es ist Geschmackssache. Manche Leute haben einen etwas geregelteren Tag und wir haben einen sehr ungeregelten Tag und flitzen immer durch die Gegend. Aber kommt mir nicht viel vor. Weil ich kenne es nicht anders. Ja, ich möchte es nicht anders. Du bist schon so lange am Start. Die meisten kennen dich tatsächlich, würde ich vermuten, aus Autopsie und Medical Detectives. Wie kam es dazu, dass du dort angefragt wurdest, ob du da als Experte auftreten würdest? Ich glaube, weil RTL in Köln ist und Vox. Das sind die beiden Sender, die da sehr... Und dann ist das für die nah gewesen. Dann konnten die einfach rüberlatschen in mein Büro und also Labor. Und dann ja, haben die das gemacht. Krass. Wie war das für dich? Weißt du noch, wie der erste Drehtag war? Oder ist das alles schon so lange her? Ich weiß noch, wie der letzte Drehtag war. Das kann man googeln, das kann man vielleicht sogar verlinken. Kann man das mit modernen Techniken? Nämlich, da gibt es ein YouTube-Video, letzter Dreh Medical Detectives. Das ist sehr, sehr lustig. Da sieht man mal, wie das da in Wirklichkeit zuging. Das haben wir nämlich alles bei mir in der Bibliothek und im Flur gemacht. Also alle Folgen wurden da gedreht. Also es ist viel, viel kleiner als hier. Das wirkt nur so schön, aber das ist nur Illusion. Ah, ja. Das Fernsehen, ne? Ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ja. Wie war die Arbeit? Sagt man überhaupt noch Fernsehen heutzutage? Wenn es ums Fernsehen geht, sagt man Fernsehen. Ist das eine Fernsehsendung? Nein, das ist im Web. Du wirst mittlerweile angekündigt als der weltbekannteste Kriminalbiologe. Findest du das übertrieben? Ja, das hat der Verlag sich ausgedacht. Das ist schon immer so. Ja, haben sich ausgedacht. Beim ersten Buch, das war so ein ganz, ganz dünnes Büchlein. Das war was sehr Schönes. Und zwar in Frankreich waren Bibliotheken, bestanden früher aus Einzelbänden zu einzelnen Artikeln. Also, was weiß ich, Zeppelin, Anabolika, was weiß ich, Rache, Sternchen. Da gab es für jedes ein einzelnes Heft, sodass man nicht immer neue, dicke Bände kaufen musste, wenn was Neues dazu kommt. Und dann habe ich den für Kriminalbiologie gemacht. Hat sich in Deutschland natürlich nicht durchgesetzt. Und dann haben die gedacht, okay, beim nächsten Mal schreiben wir irgendwas drauf, was fetzt. Und haben sie drauf geschrieben, der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. So kam das. Wie hat dein Freundeskreis reagiert oder Kollegen? Oh, egal. Der Herr Dr. Bescheidenheit ist da. Nö, das ist egal, das nimmt bei uns keiner ernst. Also wir haben mal bei einer Rezension bei einem Kollegen, hat mal wiederum ein anderer Kollege geschrieben, da stand sowas, das war aber nicht bei mir, da stand so die berühmtesten Kriminalfälle oder so. Und dann hat er so ganz präzise geschrieben, also man kann ja nie wissen, was das berühmteste ist. Was ist denn das Merkmal davon vom allerberühmtesten? Und wir alle so, muss das jetzt sein? Ich meine, also ich glaube, jeder von uns weiß, dass es eine Grenze gibt zwischen sachverständiger Aussage, die auf objektiven Beweisen beruht, und irgendwelchem Geflitter, Konfetti und Geklingel, was unsere Welt vielleicht ein bisschen lustiger und interessanter macht. Aber das, also ich nehme es nicht ernst und viele meiner Kollegen und Kolleginnen glaube ich auch nicht. Sehr gut. Die Leser nehmen es sehr ernst. Du bist sehr, sehr, sehr beliebt. Es ist nicht so, dass die Dinger einstauben. Nein. Nein. Nein, nein. Das ist schon sehr interessant, was du machst. Hättest du das damals, als du dich grundlegend für diese Richtung entschieden hast, irgendwie grundlegend auch mal gedacht, das könnte Leute wirklich interessieren? Also, weiß ich nicht, das habe ich noch nie interessiert. Ich bin jetzt nicht, du hast ja hier manchmal auch sehr gute Sänger und Sängerinnen zum Beispiel in der Sendung. Und für die ist das ja wichtig, dass die irgendwie Auftritte haben und dies und das. Aber ich meine, ich bin ja Sachverständiger und die Kriminalfälle fallen an und die Spuren fallen an. Also deswegen, ob das jetzt, sagen wir mal, vielen Leuten in einer Weise gut gefällt, die sehr öffentlich ist oder nicht, das spielt jetzt für meine Arbeit eigentlich keine Rolle. Also ich finde es nett natürlich, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich könnte es auch bleiben lassen und öffentliche Vorträge halten und nur Gutachten schreiben, aber ich freue mich, solange es den Leuten gefällt. Aber wenn jetzt heute Abend alle sagen so, voll lame, dann halt nicht. Ist mir auch egal. Was waren die drei spannendsten Fälle für dich und dein Team in den letzten Jahren? Ich finde alle Fälle extrem verrückt. Also die, wenn, ja klar, also ich meine, das können die Zuschauer und Zuschauerinnen nicht sehen, aber alleine hier dieses, das ist so schwarzer Stoff, das nennt man Molton, der hier am Boden liegt, der ist so unfassbar mit Spuren übersät. Da könnte ich jetzt ohne Quatsch, das ist kein Witz jetzt, da könnten wir locker ein Jahr lang nur auf diesem Stück Stoff hier arbeiten. Da sind Hautschuppen drauf, Fasern, Staub, wo auch Insektenreste drin sind, Haare. Alles Mögliche. Also das ist wirklich, das ist super spannend. Also wenn ich jetzt genug Geld hätte, dann würde ich das aus Spaß mit den Studierenden einen Monat lang machen. Wir gucken uns mal so ein Tuch an. Also da kannst du ganz viel rekonstruieren, wer hier war. Du kannst aus jeder einzelnen Hautschuppe den genetischen Fingerabdruck der Leute, die hier gesessen haben, rauskriegen. Du kannst den ethnischen Hintergrund rauskriegen. Also wo die Eltern, die Großeltern bis vor 1000 Jahren oder je nachdem, wie weit du das zurückverfolgen willst, herkommen und so. Also du kannst fragen, wo das Molton hergestellt wurde, wie sich die Fasern übertragen haben auf dich.
Wir sind ja hier, darf man das sagen, in der Burlesque-Akademie. Ne? Also vielleicht sind diese Glitzer, da sind auch so Glitzerteilchen, vielleicht kommen die vom Burlesque. Also das ist, jeder Fall ist spannend. Wir gucken auf die Spuren. Spuren sind immer spannend. Gibt es irgendeine Fernsehserie, die dich früher schon begeistert hat, die vielleicht in die Richtung ging, oder war das alles? Fern. Noch nie? Nee. Also mit nicht mal in den 90ern? Ja, als ich klein war, Entschuldigung, ich weiß gar nicht. Ja, meine Eltern haben immer Heute geguckt. Das war um 19 Uhr, glaube ich, so eine Nachrichtensendung. Ich hasse Krach, der aus dem Fernseher kommt. Wenn ich allein die Werbung, wenn ich schon diese Sprecherstimmen höre, muss ich kotzen, ey. Das ist, ich werde verrückt, dieser Unsinn, den die da, diese Lügenmärchen, die da, das ist Unsinn einfach. Also es ist so, als ob auf dich jetzt die ganze Zeit einer einreden würde und sagen würde, du heißt Michael ist der schönste Name, Michael. Und dann so, kann das mal aufhören, bitte? So ist das für mich. Das ist dein Empfinden, wenn du Fernseher anmachst? Ich mache den Fernseher nicht an. Niemals. Ich hasse Fernsehen. Wie abgefahren. Web finde ich super. Nikos Webshow. Das ist was anderes. Da wird ja auch keinen Unsinn erzählen. Das hoffe ich. Warum sollten Leute den Beruf, den du machst, auch ausüben? Ich würde eher sagen, was für Leute oder wie man gestrickt sein müsste. Also man muss sich für Details interessieren, anstatt für das große Spannende und Gerechtigkeit und die Welt wird schön und besser oder so, das machen wir nicht, sondern wir gucken uns Kleinkram an, Insektenbeinchen und so. Dann, du solltest gerne sortieren und unruhig werden, wenn deine, falls es das noch gibt, falls noch jemand Blu-Rays hat, also wenn deine Blu-Ray-Sammlung nicht alphabetisch sortiert ist oder so, das wäre sehr wichtig. Oder wenn du in deinem Computer alles ordentlich in die Dateien reinräumst. Ja, du musst extrem akribisch sein und dann halt auch so lange arbeiten an dem Tag, bis es erledigt ist. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen so, nö, jetzt mache ich das nicht mehr. Endlich, heute. 18 Uhr, ciao. Genau, also so, man muss halt so ein bisschen, ich meine das jetzt freundlich und positiv, aspergerisch so ein bisschen sein. Also so, du musst dich sehr in die Tiefe, aufs Detail versenken und nicht in die Breite denken. Das bringt nichts. Also, und Emotionen spielen auch keine Rolle. Also da kannst du, das Krümelchen hat keine Emotionen und das ist dann für spätere Abteilungen reserviert. Das Gericht, die soziale Arbeit, die Polizei, das Fernsehen. Also die beschäftigen sich mit den Emotionen und der Geschichte, aber wir nicht. Also so musst du dann gestrickt sein. Also wenn dich das jetzt interessiert, zum Beispiel viele Kollegen, die bei der Polizei sind, Polizisten und Polizistinnen, die sind wirklich gerne unter Leuten, das sagen die nicht nur, die sind wirklich gerne draußen, die sind, reden wirklich gerne mit den Leuten, die lösen wirklich gerne Probleme. Also so, ne? Und die finden das richtig langweilig, sich dann so auf so eine Einzelheit so vertieft zu beschäftigen. Das sind ganz verschiedene Berufe. Oder die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen fragen eher, welche Stichwunde wurde zuerst gesetzt anhand des Randes der Wunde, das interessiert uns auch überhaupt nicht, sondern wir fragen, wie hat sich das Blut verteilt aus der Wunde, dadurch, dass jemand draufgeschlagen hat oder dadurch, dass es durch eine Ader rausgespritzt ist oder durch Ziehen oder durch Husten oder so. Also das sind ganz verschiedene Berufe. Man muss also so ganz detailliert und ernst und vertieft sein. Ja, sachlich schon, aber zusätzlich auch noch mit so einer extremen Vertiefung auf Details. Du kannst ja auch total sachlich auf einer Behörde sein und alle Leute immer gleich behandeln und alles auch in der Fläche und Breite schön sachlich machen, das geht auch. Aber damit kommst du bei uns auch nicht weiter. Also wir brauchen Spezialisten. Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich wähle diesen Beruf? Haben die gesagt, super, oder haben die gesagt, hui? Den Beruf gab es ja gar nicht. Also das ist ja eher so eine Ausübung und heute ist das, bin ich öffentlich bestellt und vereidigt. Ich bin auch Prüfer für öffentlich bestellt und vereidigte Sachverständigen. So. Aber als ich damit angefangen habe, existierte das nicht. Da gab es auch keine entsprechenden Krimi- oder Fernsehserien oder sowas, die dazu passen. Also eigentlich die Vorlage wäre Sherlock Holmes, was eigentlich auch bis heute für sehr viele, nennen wir es mal Detektivgeschichten, die Vorlage ist. Aber der ist ja Chemiker. Also Sherlock Holmes ist ja vom Beruf Chemiker, nicht Polizist oder sowas. Auch nicht, der ist eigentlich auch nicht Privatdetektiv im klassischen Sinn, sondern der analysiert eigentlich auch Spuren. Und mehr kannte ich auch gar nicht. Und das hatte ich auch vergessen. Ich habe das dann später nochmal gelesen, weil ich habe mir in London mal eine Originalausgabe gekauft und dann habe ich das nochmal alles durchgelesen und habe festgestellt, ah, das kennst du alles, das hast du als Kind irgendwann mal gelesen. Aber es gab keine Vorbilder für uns, weil damit meine ich jetzt wirklich mein Team und mich, weil es das einfach nicht existierte. Es existierte nicht. Zu abgefahren. Und deswegen meine Eltern, ich glaube, ach ey, die haben sich schon alles gewöhnt. Ich glaube, der Tag, an dem nämlich, ich erinnere mich daran, da kam meine Mutter mal in so, nennen wir es mal ins Kinderzimmer oder so, also ein ganz kleines Zimmer. Und da habe ich dann alle Münzen nach den Prägeanstalten sortiert und nach dem Zahlenwert auf der Münze. Und dann hat die so geguckt und gesagt, so, das musst du jetzt nicht machen. Da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie komisch scheinbar für meine Eltern, dann lasse ich das jetzt mal lieber. Also die waren da schon dran gewöhnt. Würdest du dich als sonderbar bezeichnen? Meine Frau nickt.
dann ist das wohl so. Seltsamerweise hat das Wort merkwürdig ja auch eigentlich eine negative Behaftung, obwohl es ja nur des Merkens würdig ist. Ich würde es mal eher so sehen, die Gesellschaft fragt ja immer, ob jemand was nützt. Ne? Und dieses Nerd-Ding, was jetzt irgendwie cool ist, das kommt dadurch, dass die Leute halt was nützen. Die können Computer programmieren oder die können Spezialprobleme lösen, die können Ernährungsfragen lösen, die können ausrechnen, wie das mit der Klimaerwärmung ist oder so. Also deswegen, dadurch, dass man halt nützt, ist das jetzt auf einmal cool, wenn man halt, wenn du so willst, merkwürdig, sonderlich oder Amerikaner sagen ja Oddball, ein Oddball ist. Ne? Aber in dem Moment, wo man jetzt nicht mehr nützen würde, wäre man halt doch wieder der Freak. Also was soll's. Also da würde ich nichts drauf geben, ja. Wie sieht ein normaler Tag bei dir aus, wenn du arbeitest? Ich gehe zu Nikos Webshow. Also ich frühstücke, ich stehe auf, putze mir die Zähne, gehe zu Nikos Webshow, habe die ganzen E-Mails abgearbeitet, schaue mir Akten durch, korrigiere irgendwelche Texte. Im Moment zum Beispiel hat ein Co-Autor so Interviews zusammengeschrieben von mir und daraus dann so eine Art Biografie geschrieben, muss man alles korrigieren, was halt wirklich so, wie es wirklich war. Es kommen dauernd Anfragen von Klienten. Meinetwegen haben wir jetzt eine Akte bekommen, zum Beispiel ist Van Gogh eventuell getötet worden, weil ich habe mal mit einem Haar, also ich habe mal ein Haar rausgeholt, ein Barthaar von Van Gogh aus einem Van Gogh-Gemälde. Deswegen daher, das haben die Leute mal mitbekommen. Und dann sagt er, ja, vielleicht wurde er auch ermordet. Dann sage ich, ja, schicken Sie mir mal Spuren, wie kommen Sie denn jetzt da drauf und so. Und das ist sehr viel, man redet sehr viel mit Angehörigen, Gericht, interessierten Parteien, wer auch immer das ist, Journalisten und so. Man sagt immer, welche Spuren haben Sie denn? Ihre Geschichte ist ja schön, die interessiert mich aber nicht. Ich bin Spurenkundler. Und dann, das dauert dann manchmal so ein paar Wochen und dann hat man am Ende die Spuren oder hat sie nicht. Und dann überlegen wir mit den Leuten zusammen, was möchten Sie denn jetzt? Vor allem, wie viel Geld darf das kosten? Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Fall, da ist ein älterer Mann, der möchte nochmal das Tötungsdelikt gegen seine Frau aufklären, bevor er stirbt sozusagen. Und da sagen wir auch, ja, Sie müssen jetzt aber nicht jetzt Ihr Haus verkaufen, nur um die Spuren nachzutypisieren, weil die sind wahrscheinlich schon total verschmutzt. Weil wenn Sie die nicht ordentlich aufbewahrt haben, dann haben die ja schon Dutzende von Leuten angefasst, nämlich jeder, dem Sie den gezeigt haben. Da sind Hautzellen drauf, vom Atmen, von Speichelpartikeln, die Hautzellen rauszufinden. Die Leute haben das mit ihren Händen angefasst. Da sind Hautleistenabdrücke drauf, diese Linien von der Haut und so. Ich meine, vielleicht müssen Sie jetzt damit leben, dass das nicht mehr geklärt werden kann. Da können Sie nichts für, weil Sie können nicht wissen, wie man Spuren aufbewahrt. Damals wurde es nicht vernünftig untersucht. Da können Sie auch nichts für. Und dann, wenn die Leute halt dann sagen, ja, aber Gott möchte Gerechtigkeit, dann sagen wir denen, ja, gibt es aber nicht Gerechtigkeit. Es gibt Wahrheit, aber die Wahrheit kann man nur über Spuren rauskriegen. Und das ist dann manchmal so auch an der Grenze zu Trauerarbeit. Also wir wollen auch nicht, dass die Leute sich verrennen. Oder wir haben eine Dame, die möchte unbedingt ihr Schoßtier klonen, das ist verstorben. Das war auch wirklich traumatisch für sie. Ne? Und dann sagen wir halt, dann reden Sie doch bitte mal mit Ihren Freunden. Was sagen denn Ihre Freunde dazu? Also weißt du, das dauert ganz, ganz lange, weil wir wollen auch nicht, wir wollen jetzt weder besonders klug erscheinen und sagen so, wir können alles lösen, schicken Sie uns Ihre Spuren oder so, weil das stimmt sowieso nicht. Und wir wollen aber auch nicht, dass die Leute sich so verrennen in irgendwas, was eigentlich einen anderen Grund hat, also was Trauerarbeit ist oder Beziehungsprobleme innerhalb der Familie, zum Beispiel wenn das Kind stirbt, ne, wenn das getötet wird, dann kriegen die Eltern ganz, ganz oft sehr, sehr schwere Probleme, weil die sagen, wenn du den nicht zur Hauptschule geschickt hättest, dann hätte der die gar nicht kennengelernt und dann hätte der gar keine Drogen genommen und so weiter oder bei Sexualdelikten, dann gehen die Beziehungen fast immer auseinander oder eigentlich immer und dann nützt die Spur auch nichts mehr. Also wenn die eigentlich nur wegen dem Beziehungsproblem kommen oder wegen dem Eheproblem und dann sagen wir, gehen Sie doch mal zum Notfallseelsorger, hier, wir kennen auch einen, der ist auch nett oder den können auch anrufen, wenn sie wollen. Ich koche ihnen Kaffee so, der hat ihnen noch geschmeckt letztes Mal. Oder wollen sie lieber Tee? Und dann kostet auch immer nichts. Und dann so. Also so sieht ein Tag aus. Also wir jonglieren mit ganz, ganz, ganz vielen Bällen und versuchen dann am Ende, wenn es geht, die Spur zu bearbeiten. Aber wir erzwingen das nicht. Gibt es überhaupt eine Zusammenarbeit mit dem FBI? Weil man das immer wieder liest? Nein, kann man nicht zusammenarbeiten. Also die machen ihr Ding, also die interessieren sich nicht. Also das war so, als ich jünger war, haben die Nordamerikaner, also die US-Amerikaner noch die Einstellung gehabt, wir sind sozusagen, wie die Chinesen das ja auch denken und die Chinesinnen, wir sind der Nabel der Welt. Aber die denken das anders als Deutsche. Also Deutsche denken das immer so mit Charme. Deutsche denken, okay, wir können es am besten, aber wir sagen es nicht so laut. Ne? Weil das immer, dann gibt es wieder Krieg. Ne? Aber die Chinesen und die Nordamerikaner, die sind da so ganz selbstbewusst. Und so, wir sind der Nabel der Welt. Stimmt ja vielleicht auch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und das FBI hatte noch diese Einstellung, wir laden uns Menschen aus aller Welt ein und die dürfen bei uns was lernen. Und jetzt ist es aber so, dass ich natürlich auch was kann und nicht einen auf dicke Hose mache. Und dann war ich halt auch mal Trainer bei denen und so. Ne? Ich war auf der FBI Academy oder ich habe mal ein Training für die Leute von der FBI Academy an der Body Farm in Tennessee gemacht, die nicht zum FBI gehört, wo aber die Spezialagenten waren und so war das. Aber heute hat sich das natürlich mit dem All Nations First, ne? Es ist ja kein Trump-Ding, das machen ja alle, ist das natürlich nicht mehr so interessant, weil die sich sagen,
Ja, was wollen wir von den anderen Nationen? Ich meine, wir machen unseren Kram selber. Ja gut, aber das sehen wir auf der ganzen Welt. Also die meisten denken so, andere Länder brauchen wir gar nicht. Wir können alles selber anbauen und produzieren und wir sind so. Also das schwankt immer hin und her in der Weltgeschichte. Und ich denke mal, in 10 Jahren werden die Leute wieder raffen, dass man halt kooperieren muss und dann in 50 Jahren wieder nicht. Und so. Also im Moment ist das so. Also ich rede gerne mit den FBI-Leuten. Ich bin auch regelmäßig auf Tagungen und so. So ist das jetzt nicht. Aber aus deren Sicht ist das jetzt keine Kooperation oder so, sondern die sagen, ey, wir müssen unseren eigenen Kram hier machen. Immer die Ruhe. Ne? Die haben auch große Probleme. Die haben zum Beispiel vor kurzer Zeit einen offiziellen Bericht veröffentlicht, dass 90% ihrer Haarspuranalysen falsch waren. Also nur mal 90%? Und wenn du dir vorstellst, du bist in so einer Behörde und dann willst du jetzt vielleicht auch nicht, dass die Leute aus den anderen Ländern, die alle sagen, yeah, FBI sind die geilsten oder so, dann willst du vielleicht auch nicht zum 100. Mal erklären, ja, es war falsch, aber es hat vielleicht nicht so viel Schaden erzeugt, wie ihr denkt. Und dann sagen alle Deutschen so, was ist denn da los? Und so. Also das ist dann auch, weißt du, jeder hat sein eigenes Ding auch zu machen und so ist das im Moment. Du hast mal Musik gemacht. Ich mache immer noch Musik, ja. Aber nicht mehr mit der Band, die 90er-Jahre, 0er-Jahre nee, Start war? Nee, die Band gibt es nicht mehr. Schade, die hatte so einen schönen Namen. Die Blonden Burschen, ja, ja. Die hießen eigentlich noch anders, aber das darf man ja im Web gar nicht sagen. Also die singenden, tanzenden Wix-Vorlagen hießen die ursprünglich mal. Dann hat aber irgendwer gesagt, dass das nicht gut auf dem Plattencover aussieht. Komisch. Und dann wurde es die Blonden Burschen. Und keiner ist blond, muss man dazu sagen. Und keiner ist ein Bursche. Anders als andere Gäste, die du hier schon mal in der Show hattest. Oft sind wir auch als die Beatles aufgetreten. Wir hatten zum Glück Zugang zu einem sehr guten Schauspielhaus, Bochum, die sehr experimentell damals unterwegs waren. Und dann durften wir zum Beispiel als die Beatles auftreten, offiziell mal. Also ich war John Lennon. Und dann haben die uns richtig komplett eingekleidet. Also ich habe mich selber nicht mehr erkannt im Spiegel. Und dann sind wir als die Geister der Beatles, sind wir durch den Keller des Schauspielhauses Bochum gegeistert. Das ist eine schöne Idee. Haben auf Deutsch dann zum Beispiel Holz von Ikea, also Norwegian Wood ist ein Lied von den Beatles. Und dann haben wir Holz von Ikea gesungen und solche Sachen und die Leute erschreckt. Das hat Spaß gemacht. Das glaube ich. Aber du machst immer noch Musik. Ja, ja. Kann man bei YouTube einfach Marc Benecke Musik oder so Videos dann gucken. Findet man was. Du warst auch politisch unterwegs. Du warst in Köln überhaupt nicht unerfolgreich. Das war das beste Wahlergebnis nach dem Krieg, was ich da erzielt habe für die sehr gute Partei, die Partei. Das ist da habe ich gleich bei einer Bürgermeister geworden. Das ist abgefahren. Das ist sehr abgefahren. Gestern haben wir auch noch bei meinem Vortrag im Huxleys hier in Berlin haben wir Bändchen verteilt. Die fand ich auch sehr lustig. Super Gag. Mal sehen, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer den raffen. So wie so Festivalbändchen. Und dann steht, kannst du so festzuchen, kriegt man ein Geschenk. Dann steht drauf, Politik für Arme. Verstehst du? Ich verstehe ihn. Ich freue mich, dass du dich hier mega witzig, so oder? Wie viel Prozent hast du damals geholt für die Partei? 7,5 oder 8 oder so. War Wahnsinn. Das war ja wirklich nicht weit weg. Also die aktuelle Bürgermeisterin war die, die über dir war. Nee, da war noch einer die dazwischen. SPD war noch dazwischen, die SPD war noch dazwischen, aber ich habe dir auch was mitgebracht, weil ich hab schon mal in einer Webshow gesehen, dass du überhaupt kein Kölsch kannst, aber so tust, als ob du es kannst. Das finde ich sehr, sehr schlecht. Und dann hier habe ich dir aus Köln zwei 4711 Tüchlein mitgebracht. Dann kannst du das einatmen, den Geist von Köln, und dann bitte ich dich bitte, nicht mehr Kölsch zu singen oder vernünftig, wenn es geht. Sonst zieht sich mein Rückgrat so zusammen. Vielen Dank. Also ich weiß, dass es sehr, sehr gut riecht, aber ich glaube, mein Kölsch, ich will ja auch gar nicht Kölsch können. Nein? Nee. Aber, ich spreche ja Hochdeutsch. Aber es gibt einfache Sachen. Reefkoche, das kann jeder sagen. Ja, aber was ist das? Reibekuchen? Reefkoche. Reefkuchen. Reefkoche. Reefkoche. Reefkoche, ja. Ja. Hättest du Lust, ein völlig anderes Leben zu führen? Meine Frau und ich, wir gurken ja jeden Tag durch die Welt. Und wir sind, also das kennst du ja selber, das kennen auch alle. Wenn man woanders ist, dann ist man ja auch anders. Also jetzt waren wir gerade in Namibia beim Weltfliegenkundler und Weltfliegenkundlerinnenkongress. Und dann bist du halt total, gibt's auch ein schönes Video zu bei YouTube. Dann bist du halt ganz spezialisiert und verkauzt und vernördet. Und dann bist du vor Gericht, da musst du halt überlegen, wie du dich ganz neutral äußerst und auf keinen Fall Worte benutzt, die eine juristische Wertung haben, zum Beispiel Mord, Totschlag, das sind alles juristische Worte. Die darfst du auf gar keinen Fall benutzen. Vergewaltigung, das sind nicht Worte, die in den Spuren vorkommen. Ich meinte tatsächlich beruflich. Gäbe es einen Beruf, bei dem du sagen würdest, das ist was völlig anderes, aber da hätte ich Bock, den mal zu machen? Ja, aber ich habe auch wirklich viele Berufe, also ernst jetzt, also es ist kein Gelaber. Also wenn du da als Prüfer sitzt oder so, dann musst du ganz minutiös mitschreiben, was haben die Prüflinge gesagt, dies und das und so. Oder keine Ahnung, oder wenn ich beim veganen Kongress hier auf dem Alex stehe, dann kommen halt Menschen und stellen auch sehr schräge Fragen oder irgendwie so politische Fragen oder manchmal sind auch Leute da, die psychisch irgendwie das nicht richtig gerafft haben, was jetzt gerade passiert und so. Und dann stelle ich mich da drauf ein. Das ist Tattoos also, und Dracula auch, ist auch alles noch in deinem Leben. Okay, ich gebe zu, du hast eigentlich mehr als genug Leben auf einmal. Es ist ein Leben mit ganz vielen Facetten, die aber nicht alle so ein bisschen wie dein Tetris Gebilde da hinten. Also das kann man ja auch anders zusammensetzen, aber die Bausteine bleiben halt gleich. Aber man kann die nach oben mal tun und nach unten, nach links, nach rechts. Voll poetisch. Ja, die Marc Benecke Tetris-Lampe. Ich lese da ja immer noch Nico drin. Sch-
schaut mal länger drauf. Starrt mal länger auf diese Lampe, ob ihr da auch Nico drin lesen könnt, wenn ihr lang genug drauf guckt. Das war sie, die Web Talk Show mit dir, Marc. Vielen Dank, dass du da warst. Und mit Nico. Yes. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, ihr da draußen auch. Ich wünsche dir mega viel Spaß. Und für euch gilt, Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.